einen wunderschönen guten Abend. Ich muss noch ein bisschen. Hallo! Überrutschen. So, jetzt sind wir da. Warte mal, jetzt nicht. Jungs. Was sehe ich das denn? Das meine ich hier. Nee, das ist doch hier. Warte. Moment. Da. Sind die? Ich habe nichts von denen gesagt. Ich habe davon nichts gesagt. Hallihallo, Grüße. Deine Masken. Grüße. Hallo. Hi. Also, erstmal sind wir zu dritt, aber nur kurz. Mhm. Der Luis und die Chrissy, die kommen gleich. Die bereiten nämlich unsere Challenge heute vor. Ja. Das dauert auch ein bisschen bestimmt. Genau, uns geht's gut, Patrick. Wie geht's dir? Was macht ihr heute im Live? Das wird gleich verraten. Ich hoffe, sie müssten jeden Moment eintrudeln. Die sind unterwegs. Heute wird das wieder eine Challenge, wo wir ein bisschen was besorgen mussten. Wir haben es leider nicht zeitlich vorher geschafft. Mhm. Aber wir kriegen das hin. Auf jeden Fall, wir werden heute alle. Und Jungs, heute bitte ein wenig entspannter als gestern, sagt es jemand. Ja? Ja. Heute wird's. Ja, versprochen. Chico, bist du zu spät? Ja, wir waren pünktlich da. Oh, Chico. Kannst du mal sagen, dass wir zu spät sind? Ja, ne, da hätte man schon nicht mehr. Eine Runde Mitleid für Chico. Wo ist Luis? Luis und Chrissy kommen gleich, die bereiten die Challenge gerade vor. Die mussten noch ein bisschen was besorgen, müssen jeden Moment eintrudeln. Kann mal einer das Kabel nochmal anstecken? Ohne es großartig zu bewegen? Ohne es zu kontrollieren. Moin, was geht, der Junge? Ah, okay. Also, ich gehe davon aus, dass die jeden Moment hier eintrudeln. So war mein letzter Stand. Guten Abend, Marcel. Willkommen. Ist noch Handy ans Ladekabel am Schießen. Siehst du, das machen wir während des Lives, wie du gemerkt hast. Aber du hast das verschoben, wir sind schräg. Wir sind jetzt schief. Gewickelt. Wir tun runter, Rotchen. Ich muss auch zu sehen sein. Ja. Weil du hast mich verdeckt. Du bist Gott. So. Hi. Guten Abend. Also, die Challenge geht gleich los, sobald Chrissy und Luis da sind. Die brauchen mal wieder so lange. Oh, Luis, Die sind halt ein bisschen langsamer als wir. Das ist einfach so. Das ist trotzdem verschoben. Ich bin voll auf einen. Der Älteste, der schafft immer am frühesten. Oder? Ja. Das ist wirklich krass. Baba. Der hat schon mehr Erfahrung als wir. Wir wohnen nicht in Wiesbaden, nein. Zufrieden. Ey. Wir stehen nicht zu werden. Gerade nochmal? Nee, das ist mega. Ich kann auch nicht vor. Sinne. Aber nicht verlieren, ne? So, jetzt bin ich noch mehr am Rand. Warte. Nein, gerade schon nicht. Nein, ich bin nicht mehr zu sehen. Warte, stopp, ich mach's selber. Halt, stopp. Das macht keinen Sinn. Oh, Sunny. Geht mal kurz weg. Geht doch mal kurz zur Seite. Moment mal kurz, wir müssen die Kamera nochmal ausrichten. Irgendwie haut das heute nicht hin. Ich wollte sie eigentlich nur gerade haben. Jetzt ist sie komplett verschoben. Und jetzt kriege ich es nicht mehr hin. Mega. Moment. Geht gleich los. Naja, los. Los geht's. Ist immer noch schief, aber ich krieg's nicht mehr gerade. Jetzt ist vorbei, ich krieg das nicht mehr gerade. Hallo, Chaos Queen. Digga, es geht doch. Ja, wir sind trotzdem ein bisschen schräg. Ich mach das nicht schräg. Mein Vater ist nicht dick. Hä? Der hat doch geschrieben, Digga, es geht doch. Daniel, hast die Finger davon, wird nichts gut. Aber danke, Chaos Queen. Wo ist mein Schlui? Die Schlui und die Christi, die sind gleich da. Die besorgen noch was für unsere Challenge. Das wird mal eine neue Challenge, haben wir so noch nie gemacht. Seid gespannt. Ich hoffe, die sind gleich da. Vielleicht kannst du mal kurz die Mama anrufen, wie weit sie unterwegs ist. Wir nerven sie. Ich rufe die alte Oma mal an. Hey. Und sag mal Hallo. Mutti. Einfach Ex von Luna.
Okay. Nein, über WhatsApp musst du. Was ist das für Kacke? Hey, sind die? Hol mal kurz Louis sein Handy, das muss ich. Ich hab schon nicht. Wie alt sind wir denn alle? Also, 11, 11, ich bin 28. Heute verrät mich nämlich keiner. Ne? Ah. Siehst du gut, ne? Keiner verraten. Ist sehr schön. Das weiß ich nicht, Patrick, hab ich. Da musst du wahrscheinlich auf deine Einstellung da mal was tippen. Wann seid denn ihr da? Immer noch? Immer noch? Oh, ey. Warten schon wieder. Schleon, verrat mich nicht. Ach, Mutter. Die Leute werden ungeduldig. Beeilt euch mal. Beeilt euch mal. Die Leute werden ungeduldig. Wir kommen, wir leben in Sachsen. In Freiberg. Guten Morgen. Nein, das machen wir nicht. Okay, tschüss. Nein. 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 Mach mal mit dir, wenn du dann kommst. Laktose. Ich hasse Laktose. Ich soll dir Hi sagen von, keine Ahnung. Boy with Uke. Wo ist die Mama? Und das Wasser. Heute machen wir tatsächlich kein Wasser, wir machen eine neue Challenge, weil die Wasserbomben sind am Freitag bei Seppi im Garten. Ja. Da ist nämlich Seppi am Start und den werden wir mal so richtig, richtig nass machen. Das muss auch mal sein, der braucht auch mal eine Erfrischung. Genau. Bei diesem warmen Wetter manchmal braucht er auch mal eine kleine Erfrischung. Richtig. Julian, habe ich gelesen, ich kam noch nicht dazu zu antworten. Mache ich aber noch. Danke, Leonard. Danke für die Runde. Wo sind die beiden denn? Das wird nicht verraten. Das ist ja die Beratung. Besorgen wir was für die, unsere heutige Challenge. Das ist erstmal noch ein Geheimnis. Genau. Die müssen noch kurz warten, sagte sie. Ne? Hm. Und dann sind sie auch gleich hier. Freiberg ist ja nicht so groß. Das ist keine Stadt, das ist ein Dorf. Was machen Sachen? Ja, genau. Was machen Sachen? Was machen Sachen? Danke, Onyx. Danke. Theresa. Oh. Danke für die Schatztruhe. Vielen Dank für die Schatztruhe, Leonard. Thank you. Danke, Gilu. Was machen wir für eine Challenge? Das wird gleich verraten, wenn die beiden da sind. Vorher nicht, so bleibt geduldig. Danke für die... Luca, danke schön. Eiscreme. Ich freue mich so. Heute Weltkindertag. Danke. Sag ich jetzt auch. Danke. Also. Danke. Was habt ihr so gemacht am Weltkindertag, Leute? Guten Abend, danke. Teufel. Hallihallo. Teufel. Danke. Nicht deine, vielen, vielen Dank. Ihr seid aber gelangweilt heute. Ich sag doch die ganze Zeit Danke. Dann ich schläft gleich ein. Gelangweilt. Happy Birthday for you, okay? Ich hab heute nie not Geburtstag. Wieso? Aha, ist ja wirklich heute. Ist nicht Weltkindertag, doch ist doch Weltkindertag. Doch. Klar. Heute ist Mittwoch, der 1. Juni. Ja. Danke. Vielen Dank, Dave. Ich sage Wann macht ihr was? Also sobald Chrissy und Luis da sind, die sind noch unterwegs. Die haben gerade was besorgt, das müsste eigentlich die nächsten 5 bis 10 Minuten losgehen. Wer hat morgen Geburtstag? Also von uns keiner? Vielleicht du, vielleicht Nachbar. Wie alt sind die Kinder? 11 und 11, die hier sind? Nein, das ist 12. So, und... Heute bei Help Kerem, 22 Uhr, Überraschung, danke, sei dabei. Musli, vielen Dank, vielen Dank. Danke, Musli. So, also wir warten immer noch auf Chrissy und Luis, die sind auf dem Sprung für die heutige Challenge. Die brauchen mal wieder so. Ja, das war, im Grunde war das eine sehr spontane Idee, die wir jetzt hatten beim Eisessen. Wir waren mit Kindern Eisessen am Weltkindertag nach Feierabend. Und da haben wir uns einfach mal was überlegt und das mussten wir jetzt noch schnell besorgen. Und heute gibt es eine Challenge. Ich darf sie noch nicht verraten, bis Chrissy und Luis da sind. Es wird auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall fetter als sonst. Wir werden viel zu essen, wir müssen viel abtrainieren danach. Wir werden solche Backenarme. Definitiv. Wir werden mal viel abtrainieren müssen. Wir sind dann so fett. Es ist eine Stadt, kein Dorf. Naja, wie man es nimmt. Es ist ein Dorf.
Wenn Mädels shoppen sind. Ne, shoppen nicht, die besorgen wirklich tatsächlich diese eine Sache. Und diese ja, eine Sache fürs ich denke, die sind auch gleich da. Ja, hoffe ich. Bin gespannt, ja, kannst du sein. Ich hoffe, die holen nicht noch mehr Zeug. Das letzte Video habe ich gesehen, also mit eurem Training 2 Minuten, mega. Also das war ja klasse, klasse gemacht. Mosli, du bist jetzt Rapper. Du bist jetzt Rapper? Wieso? Weil ein Video gemacht hast. Hannes, gib mir mal kurz die Folie. Und dann hat er sie auf dem Kopf gesetzt. Danke. Und hat gesagt, ich bin jetzt Rockboy. Danke. Die folgen dir auch. Dankeschön. Ich bin Rapper, ey, genau. Danke. Ganz, ganz genau. Ja, wann gibt es eigentlich dieses 011? Welches 011? Das, was man mal jetzt reinschicken kann. Hab ich gar nicht gesehen. Schickt gerade einer hier im Set rein. Was ist das? 011. Wo denn? 011. Da? Ach, das ist die 11. 011 ist 11. Wollte ich nicht. Das ist 9. Das ist 9. Kenne ich auch cool. Nicht. Es gibt 2 neue Spender. Wir sind nicht berühmt. Nein. Nein, sind wir nicht. Yeah, auf jeden Fall noch gar nicht. Freiberg ist eine Stadt. Okay. Naja, das ist ja die Stadt Freiberg. Bergstadt Freiberg. Ich danke. Es ist ein Skiller Dorf. Games, vielen, vielen Dank. Es ist ein Dorf. Chaos Cream, die Disco-Kuh, danke. Danke. So, ich hoffe, die sind gleich da. Also es gibt sogar. Ich gebe jetzt Disco. Lasst nie Frauen einkaufen gehen. Das dauert. Das dauert. Kann ich dazu mal was sagen? Ich hatte schon den Alarm. Da wäre ich ja zu Fuß schneller da. Die sind mit dem Auto unterwegs. Ey, Papa. Danke. Wir machen jetzt Disco. Siehst du das? Wir sind jetzt in der Disco. Du kannst ja mal rappen. Ja, rapp doch mal. Ich kann nicht. Straßen. Gebäude sanieren, Straßen reparieren, Mitarbeiter schlagen, weil mich jeden Tag bei mir. Ich liebe meine Arbeit, Mädchen, ganz so glauben. Danke. Und guck nicht so bei mir mit deinen hässlichen Augen. In meiner Stadt bin ich jetzt Chef geworden, Baustelle rein von Süd und West in Norden. Alle meine Leute arbeiten für mich, also nerv mich nicht herum mit deiner Fischgeschichte. Also guck mich auch auf meine Schaufel, auch nicht direkt Maschine, schon Schlagstein, Vaterlein, Bruder. Und dann Kugeln, die kleine Blondine, die aussieht wie eine Gardine. Eine schlaffe Gardine. Also die Kinder haben im Oktober, November und Dezember Geburtstag. Das sind immer so die teuersten 3 Monate mit Weihnachten für uns. Ist so. Luis hat am Oktober, besonders bei ich habe am November und Mio hat dann am Dezember. Chrissy, Luis, wo bleibt ihr? Genau, wenn Frauen shoppen gehen, Shopping. Dauert. Aber eigentlich müssten die wirklich auf dem Weg sein. Der Lux, alles klar. Luca Hedrich, vielen, vielen Dank. Jasmin, Dankeschön. Seid ihr Jungs? Sieht so aus, ja, sind Jungs. Bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Ich bin ein Junge. Bin ich ein Junge oder bin ich ein Mädchen? Zu Weihnachten Junge. Bekommen die nur Rudien, ja. Leon sagt, Stanny, mach mal, yo, ich bin der Pärte. Peter. Peter? Peter, kenn ich gar nicht. Jo, ich bin der Peter. Ja, ich hab's mitbekommen. Ich hab, Chico, ich hab mit ihm telefoniert heute, kurz. Oder geschrieben, sagen wir mal geschrieben. Ich weiß, was Leon meint. Jo, und ich hab's mitgekriegt, ja. Jo, ich bin der Peter. Ich rappe in deinen Punch rein. Ich punche gleich in deinen Pace rein. Keine Ahnung. Ey, die Klassen sind 4., 5., 6. Ich mag Apfelstrudel. Meine Lieblingsspeise ist echt so. Ohne Scheiß. Danke, TikTok. Danke, TikTok. Also, der Luis ist der Älteste, danach kommt der Stanley und danach der Emilio. Leider. Hatten wir aber ein Video, guckt mal auf unsere Videos. Da hat Stanley, glaube ich, ausführlich und die beiden und Luis und Emilio ausführlich gesagt. Stanley, sing doch mal. Was Stanley, sing doch mal. Geil, Stanley. Jo, ich bin der Peter und rappe harten Punsch. Reims, Punsch ist unter dem Face, Ruhe und letzter Punsch. Okay? Kenn ich nicht, wie gesagt, da bin ich zu einfach. Ey, geh weg, du. Da bin ich, ja, raus. Ich mag Apfelstrudel. Ja, wenn ich mich nicht so ohne Scheiß. Aber da kenn ich noch eins. Vielen Dank, Dave. Da geht's noch so. Mit dem Ball in meiner Hand hab ich gleich erkannt, ich spiele Basketball. Ich bewege mich elegant. Mein Zwerg zu klein, doch zieh dir meine Moos rein. Reihung, ich lass dich stehen, ey, Alter. Du kannst duschen gehen. Wie heißt der in der Mitte? Emilio. Guten Abend, Dennis. Kannst du in der Pins rein? Oh, TikTok Emmy, Emilio, genau. Also Emilio, ja, genau. Hey, fliegen. Oh, danke, Dave, für die
Cool, vielen Dank. Aber ich selber. So. Du möchtest mit, möchtest du von Hallo, der Grauen. So, Leute, was habt ihr denn heute Schönes erlebt an Weltkindertag? Gar nichts. Eis essen. Also, wenn man Eis essen, wir haben eine PSN-Karte gekriegt, die bei mir nicht geklappt hat. Jeder sucht, wie er es verdient, merkst du? Merkst du was? Ich mach Papas Vorschlag. Papa, kannst du das eigentlich Nee, kann ich nicht. Fußballfans, ja, Hannover 96, danke, K. aus. Ich danke! Ja, das kurz alle? Nee, wir haben sie alle. Ich lasse gerade von mir aus. Ich hab sie so und dann so, boah, alle. Das ist ja geil aus. Ja. Moin, wie geht's uns, Nico? Uns geht's gut? So haben wir Kindertag? Super. Ja, du, weil du wieder meckerst. Du. So, Leute. Die größte Mimose ist... Lass uns mal hoffen, dass sie gleich kommen. Ich hoffe, die sind schon unterwegs. Willst du da nochmal fragen, wo die denn sind? Okay, wir nerven die jetzt, okay? Weil wenn sie sind gerade erst noch tot und haben sie jetzt erst... Ein Jahr Amerika oder ein Jahr Rack? Was ist ein Rack? Was ist ein Rack? Ihr seid jünger, was ist ein Rack? Rack? Ja. Weiß ich nicht. Erklär uns Rack, dann können wir das beantworten. Weiß ich jetzt echt nicht, Air Force. Ich jetzt? Habt ihr Ergebnis heute bekommen? Ich hoffe, bestanden. Der Graue? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch. Emi? Was machst du da? Emi, Mann, oder was? Ein Mann scheint ja da. Aber das ist ganz schön lange mit da. Verspätung! Die sind schon auf dem Hof! Escher, bell doch! Escher, guck mal, ob die da sind! Die Alarmanlage ging nicht an. Ja, hä? Was? Okay, gut. Aber okay. Das wollen wir noch nicht verraten. Tschüss, Molotsch! Danke, danke. Ziel erreicht zumindest. Na gut, Ziel erreicht, das ist bestanden. Besser als durchgefallen. Herzlichen Glückwunsch, der Graue. Ich glaube, die im Land haben sie blöd angeguckt. Lernen die am Abend, die Kinder? Nein. Die lernen tagsüber. Nee. Wir haben einen sehr strukturierten Plan. Was nach der Schule angeht, ist erstmal essen kurz. Dann Hausaufgaben machen. Danke. Wenn keine Hausaufgaben sind, ist es Lernzeit auf jeden Fall. Nach der Lernzeit haben die zu Hause ein paar Aufgaben zu erledigen. Und dann... Ach, Freizeit! Haben sie Freizeit. Ganz genau. Und manchmal machen wir auch über die Anton etwas. Egal wie, aber Hauptsache Lernzeit, genau. Und der ist halt die ganze Woche über strikt strukturiert, am Wochenende ein bisschen freier. Ich will in der Woche immer ausschlafen, aber am Wochenende... Schlaf ich nie aus. Der Alarm hat geläutet. Alarm, Alarm. Ich glaube, die Chrissy und der Louis kommen gleich durch die Tür. Alarm. Darf ich was sagen? Es hat gerade gefeatscht, also der Alarm hat geläutet. Und dann geht es nämlich los. Geht die Party ab. Aber richtig. Mal sehen, wer es schafft zu gehen. Da geht's so die Antonette, genau. Da sind sie. Da sind sie. Da kommen die zwei von der Tankstelle. Von der Tankstelle. Nimm Spaß. Ja, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Anna. Na wohl doch, Zeit. So, unsere Challenge-Zeugs ist da. Hi. Bist du kurz im Bild, dass ich kurz ein Brett holen kann? Was ist das? Es ist voll eng hier heute. Ja, das ging's jetzt nicht, weil das schief war. Ich hab's nicht anders hingekriegt dran. Ich nicht auf deine Platz sitzen. Ja. So, ich will in der Page rein. So, du setzt erstmal ins WLAN rein, dass ich mitlesen kann. Jetzt geht dir die Challenge hier los. Nimm am besten das Taschenmesser, so wird es am besten lustiger. Musli ist auch schon sehr gespannt. Ich wollte gerade sagen. Der war kurz drinnen, kommt aber gleich wieder. Nimm das Hackmesser, so ist es lustig. Oh, ja. Das ist wirklich so. Du musst das Hackmesser nehmen. Was denn, was denn? Ich komm nicht ran. Wir haben das, der Gegenstück kaputt. Hey, außer zeigen, alles außer zeigen. So, ich bin total aus der Puste. Und es war aber lustig. Das geht, okay? Hey,
steht ihr noch? Christine, haben Sie nicht blöd angeguckt? Was? Haben Sie nicht blöd angeguckt? Nein, wir haben sie geprankt. Es mussten mehrere für uns gerade arbeiten. Oh, darf ich ja gar nicht zeigen. Nein! Ja, warum soll ich das Hackmesser nehmen? Warum sagt ihr mir das? Ja, keine Ahnung, warum du das Hackmesser nimmst. Oh, Nein, das dürfen wir nicht zeigen. Muss ich das Brett kurz rüber? Wo soll ich das hinmachen? Ja, die Brille ist oben auf dem Stuhl. Rutsch die weg. Es kann schon noch um Stunden handeln, Leute. Es tut uns echt leid. Aber wenn du das so lässt, sieht man nicht viel. Das Papa, du nicht eigentlich. Hallo, Lavinia. Da sieht man nichts. Lavinia! Soll ich machen? Hm? Nein. Ich darf keine Pause. Jetzt geht's los. Ich darf keine Pause haben. Erklärt dir mal die Challenge. Wir sind alle umgebracht, als hier. Also, Leute, wir haben uns heute ausgedacht, wir machen eine Burger-Ess-Challenge. Eine Fress-Challenge. Ich habe schon vorhin gesagt, wir müssen nach der Challenge, ich habe es noch nicht verraten, viel abtrainieren. Ja, und zwar waren wir gerade bei McDonald's und haben doch wirklich 30 Burger gekauft. Ist so. Ich denke 33. Die drei erzählen ja nicht. 30 Burger und die Verkäuferin kam dann an und sagte zu uns, für was ist das? Was habt ihr? Ja, hat sie gesagt. Ja. Und die haben auch gewettet, ob das Ettenpeter eine Familie mit 6 Kindern ist oder ob das eine Challenge ist. Tatsächlich. Und sie hatte auch recht, sie hatte richtig geraten, es war eine Challenge. Und da musste ich kurz erklären, wie das alles zusammenhängt. Und sie hat auf unseren Aufkleber geguckt, also irgendwann wird wohl auch da auch noch was passieren. McDonald's möchte was? Uns so. Bald gucken. Genau. Also, wie funktioniert diese Challenge, Leute? Genau, das hat leider bei dir, dass ich mal kurz Luft bringe. Also, diese Challenge funktioniert so: Ihr spendet eine bestimmte Spende und der darf einen halben Burger so schnell wie es geht essen. Also, der muss. Nicht er muss. Außer möchte ich mir mit nochmal der Challenge. Bei Stanley ist es Cappy. Bei der mir ist runter, die Krone. Bei mir. Ja! Dann erzähl dir mal. Ja, es kann doch mal noch einer nehmen. Bei dir ist es... Konfetti aus der Tüte. Oh ja. Nee, das nein, ist jetzt nicht. Und bei Papa ist es der Cowboy mit Schnurrbart. Genau. Habt euch das gemerkt? So, ich glaube, alle wollen sehen, wie Papa sich Käppi, Krone, Konfetti. Und es geht darum, nicht hier langsam genüsslich zu essen, sondern um schnell zu wer essen. Wer am schnellsten ist. Genau. Ich glaube, alle wollen sehen, wie Papa mal einen Burger reinschlingt. Das sind ganz wenig Servietten, ganz, ganz wenig, ne? Alle also, wollen sehen, wie Papa alles. So viele Burger kannst du gar nicht essen. Wer soll 30 Burger essen? 30 halbe, Das sind dann 60 halbe. 60 halbe. Das sind 60 halbe Bürger, ja. Eine Krone! Und jetzt aber Razzibazzi. Und jetzt noch ein. Ja, dann los. Mal kurz mit. Oh, ey, ich guck auch auf mein Handy. Nee, nie alle. Es geht jetzt bloß, weil ich jetzt nicht mitgucken kann, weil ich ja nebenbei noch die Burger schneiden muss. Weil das wird nur dann hintereinander weggehen, ja. Ja, dann bist du mal dann mal fertig mit der nächsten Krone. Erstmal reinstopfen, dann schnell. Und jetzt. Spendet mal. Ansonsten gibt's nichts bei mir. Aber lach dabei nicht. Louis, Emilio, du kannst langsam nicht lachen. Und Razzifazzi runterkommen. Konfetti. Also ich denke mal, das kann man einfach mal zum Kindertag machen, oder? Bitte Konfetti. Bitte. Das sind Burger, ja, tatsächlich. Ja, sind nein! Einmal Konfetti und schneller. Nicht lachen dabei, schneller. Schneller und nicht lachen dabei, schneller. Zwei! Was war das? Käppi. Nein. Zwei Käppis. Oh, das dauert zu lange, Stanley. Schneller. Nicht lachen. Schneller. Drei Käppis. Mit nur zwei? Drei Käppis. Also noch zwei? Wer? Käppi. Oh, Stanley, schneller. Also für mich das dauert. Und es gibt nichts zu trinken dazu.
Nee, ich brauche nur Tücher. Das reicht mir schon zu. Wir machen eine Ess-Challenge, eine Burger-Challenge. Was und du? Stanley, du hast noch Zeit. Hol dir auch rein. Das dauert. Weil es eine. Weil man schnell essen muss. Das ist die Challenge. Das dauert. Soll ich dich mal kitzeln? Oh, aber spuck nicht alles aus wieder. Das hast du bei uns nicht gemacht, oder? Nee, weil er noch zwei vor sich hat und nicht fertig wird. Ich würde gerne mal sehen, wie Papa mal einen halben Burger reinstopft. Konfetti, bitte! Oh, mach was haben wir denn überhaupt für Geschenke heute zum Spenden? Käppi, Krone, Konfetti und Cowboyhut. Ey, Cowboyhut! Bitte Konfetti! Der Papa hat Hunger! Cowboyhut! Ja, wir waren bei Mc's, wir haben die Cheeseburger bei Mc's leer gekauft hier in Freiberg. Konfetti. Ja, also wer in Freiberg noch einen Cheeseburger will, der hat Pech gehabt, Leute. Die müssen jetzt leider ein bisschen länger hoffen. Wir Konfetti. Haben, die haben gerade alle für uns gearbeitet. Das reicht doch nicht. Ja, ne. Oder? Weiß ich nicht. Gut aus. Noch eine Krone. Sandy, du hast immer noch einen halben Burger vor dir. Auch rein jetzt. Du träumst, du bist schon genüsslich. Boah, das Sandy, ist das ist ein Bettessen. Noch du wolltest ein Nuller wieder, du kriegst keinen Cheeseburger bei McDonald's hier in Freiberg mehr, da musst du wohl nach Siebenhain fahren. Oh. Wie viel habt ihr bestellt? Also wir haben die Teilen sind eine Hälfte durch, also 60 Hälften. Wir haben 30 Stück bestellt. 60 Hälften. Bin ich ja gar nicht so falsch. Und? Oh, ja. Na los, Mama. Los, S. Guck mich nicht an, du. Also, ist der dritte schon, ne? Nee, nein, damit. Beeil dich, Papa. Lass mal mit dich. Was? Lass mal mit dich, Papa. Also, bitte noch Konfetti, noch mal Konfetti. Bitte. Warum bettet ihr? So. Erstmal stehen Sie da. Wo ist mein Handy? Jetzt ist der eindeutige Beweis, dass Louis beim nächsten Mal untergetaucht wird, wenn es ums Essen geht. Das ist der eindeutige Beweis, dass er mehr Mengen macht. So, also ich muss weiterreden. Der Dani hat den Mund zu voll genommen. Wir sind schief. Wir sind schief, ja. Wir ey, das war mein. Das geht nicht anders. So, genau. Also Leute, Käppi, Krone, Konfetti oder Cowboyhut. Ihr dürft entscheiden. Wieso einen ganzen? Nee. Konfetti, dann kommt Konfetti. 30 Konfetti. Konfetti. Das ist ja schwierig, das ganz schnell zu essen. Hä, das ist voll leicht. Zu mir sagst du. Voll im Mund, ja. S. Crazy, geil. Hallo, Papa, der Kleine. Oh, der nächste kleine Zwerg ist drin. Louis, bei mir ist gar nicht. Ich kann das nicht mitmachen. Bitte Konfetti, Krone. Kriegt man beides nicht mit, ne? Zwerge sind schon Lavinia und. Doch mal, ich mach mal ganz kurz. Es wird ein kleines Spiel. Es wird ein kleines Spiel von der Woche. Okay, doch. Bei mir ist es noch Skydancer. Ja, nee, aber ein ganzes. Doch. Aber ein ganzes Burger. Dann musst du den ganzen essen. Dann stimmt es. Skydancer! Krone. Das mit den Bauchschmerzen kriegen wir schon unter Kontrolle. Wir kennen unsere Kinder, glaube ich, am besten. Ja, wir kennen unsere Kinder ganz gut. Weil wenn wir Bauchschmerzen haben, essen wir weiter. Dann gehen sie weg. Ich kriege keine Bauchschmerzen. Hey. Sorry. Was ist denn jetzt? Was ist denn, ne? Ist raus? Nein, kannst du was ist denn, ne? Ich muss den bei mal teilen. Frodox, du hier, Mensch. Hey, Frodox. Hallihallo. Konfetti! Auch mal wieder da! Chico, du hast zu tun, super, du bist der Hammer, Chico! Konfetti! Hab ich beantwortet, wie viele Kinder wir haben? Ja! Konfetti! Also jetzt nicht alle zwei Sekunden, das ist immer dieselbe Frage! Cappy! Also Leute, für alle, die neu reingekommen sind! Ist die guten Hunger? Haha! Warum? Konfetti. Bei mir ist ein Skydancer. Krone! Konfetti. Und rein damit. Konfetti. Ich glaube, die Frau hat sich so gerade bestätigt. Konfetti. Die Krone wäre für die Mitte. Hier wäre das Käppi.
Beim Louis ist es das Konfetti, beim Dani der Cowboyhut und bei mir das Geilenso. Du kommst aus Hannover, Mensch, das ist meine Heimatstadt. Sehr gut. Du warst auch mit drin und macht gut mit. Also Jasmin, letztes Mal noch 5 Kinder. Nochmal eins nicht. Bitte ein Köppel. Bitte ein Konfetti. Hallo Michael. Hallo. Okay, das sieht voll brutal aus, was ich mache. Was machst du denn? Bist du fertig? Hör mal auf, bitte. Bist du fertig? Bist du fertig? Bist du fertig? Bitte ein Käppi, bitte ein Konfetti. Bitte ein Krone. Uns geht's gut, der Gamer, wie geht's dir? Käppi. Warum nur Krone? Gib doch mal ein Käppi oder ein Konfetti. Danke, Chaos Queen. Gönn's mal. Gönn doch einfach mal. Sie haben mal geschrieben, von wem welches ist. Danke. Wir haben Hunger. Ach Quatsch. Echt, jetzt seit Ausgründen. Wir wollten noch gerade Eis essen. Wir wollten gerade noch Riesen-Eis essen. Und jetzt schreit ihr nach. Echt jetzt? Psst, die bleiben unter uns. Sendet nur noch Konfetti. Kevin! Oh Mann. Wir würden das nie machen, wenn die Wiesen Hunger hätten. Das wäre nämlich Quatsch. Ja. Und außerdem ist Kindertag heute. Genau. Kindertag. Nee. Was ist denn los? Nein, damit. Komm. Hol los raus. Genau, super. Ohne Konfetti. Ohne. Seid so. Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Ich möchte ein Käppchen. Was haben die bei McDonalds gesagt? Oh, Frau. Was waren das jetzt? Konfetti. Das war ein Fingerherz. So. Ja. Was haben die da gesagt? Wollten die mitgucken oder was? Ja. Die hat dann auf dem Auto geguckt, weil ich sagte, hinten drauf stehen dann die Daten. Ah, okay. Und wo wird die Challenge? Ich sag, das läuft schon live bei TikTok. Ich sag, und ich muss jetzt so schnell wie möglich nach Hause. Okay, dann viel Erfolg und ja, okay. War schon lustig. Wie gesagt, Gott sei Dank haben wir genug Mitarbeiter. Es mussten einige jetzt auf ihre Bestellungen warten, weil viele Mitarbeiter jetzt bei den Cheeseburgern mithelfen mussten. Cruiser, es ist uns bewusst, was das kostet, aber wir haben ein Ziel und das wollen wir unbedingt erreichen. Genau. Bitte Konfetti. Bitte eine KB, bitte ein Hunde. Opfern wir auch die Zeit. Wir geben das Geld auch aus unserer Tasche aus, aber wir wollen dieses Ziel mit den 1000 Euro Spenden genau. Erreichen für einen guten Zweck. Freudox, ja, wir freuen uns auch, dass du mal wieder da bist nach langer, langer Zeit. Ist nicht schlimm, Rum. Hunde, bitte. Konfetti. Corona, bitte. Ach, ja, Käppi, bitte. Käppi, ja, genau, Oski. Was denn? Wenn du was für 500 Steine dürfen alle was essen. Echt jetzt? Nee? Das ist aber spät. Dann geht's da uns. Wenn er was für 500 spendet, wer als erster den Burger verdrückt hat. Ja. Okay. Für 500. Genau. So. Wo sind die anderen zwei Kinder bei den anderen Elternteilen? Das hatte aber schon unsere Modis beantwortet. Mann. So. Musli. Musli, danke schön. Danke. Lass es dir schmecken. Ich liebe, dass ich trainiere. Musli. Oh, da ist ein Konfetti. Bitte ein Käppi, bitte ein Käppi. Bitte Käppi. Na ja, sehr schnell. Krone. Dani oder Luis? Oh. Luis ist gleich fertig. Nee, der Papa. Da hat es schon so gehabt. Bitte eine Krone. Käppi, bitte Käppi, Käppi, Käppi. Meine Sachen sind. Konfetti! Du Armer, du hast noch einen Mund. Oh! Das ist jetzt zu viel gekriegt. So, Leute, vielen, vielen Dank und da war noch Käppi. Schatzi, kauersch mal hin, doch bitte. Der will nämlich immer reden und dann verschluckt er sich, der alte Herr, ne? Der schüttet immer mehr, Mund. Und noch ein Käppi, los geht's, hau rein! Komm! Der schüttet immer mehr, Mund. Ja. Wir machen heute eine Ess-Challenge. Und zwar spendet ihr ein Konfetti, nein Quatsch, ein Käppi, eine Krone, ein Konfetti, ein Cowboyhut oder ein Skydancer, müssen wir so schnell wie möglich in halben Burger essen. Beim Skydancer musst du aber einen ganzen Burger, nicht einen halben essen. Das fällt aus hier. Ich bin weiblich, denk das dir mal dran. Das ist mir da musst du auch trainieren. Oh, Geil, ich essen bin dabei, jawohl. Ich muss dir sagen, ich bin kein McDonalds-Fan. Tatsächlich nicht? Nein. Wenn, dann würge ich mir sowas rein. Ich muss mal schnell das umhängen, hier, das stört mich. Aber ich bin da nicht so... Boah. Ja. Ja. Sehr gut. Dankeschön. Danke, Muslim. Na toll. Und los.
Aber schnell. Also wir machen demnächst wieder eine Wasser. Das ist wesentlich angenehmer. Naja, das ist halt eine Ausnahme. Weil Kindertag ist. Weil Kindertag ist. Bitte Konfetti. Spontan Idee entsprungen beim Eisessen. Rosli, kannst du mir Nein, das Bett, nein, du hast auf damit. Ich muss aber noch trainieren. Sport machen. Heute noch. Nee, heute schaffe ich es nicht mehr. Okay. Was ist denn hin, ey? Wir sind Geschwister, wir sind eine Bachelor-Familie, Leute, klar? Wir sind circa bis... Ja, bis wann sind wir live? Bis kurz vor 19 Uhr. Ja, 9 oder 9, 19 Uhr. 19 Uhr müssen wir raus. Das ist schneller jetzt, Mann. Aber das dauert hier noch. Konfetti! Mimi, los, schneller. Ist er fertig? Ist der Mund schon leer? Ich will manchmal irgendwas im Bauch. Mein Bauch ist leer. Kein Trainer hilft, wir haben tatsächlich ein Laufband. Hey, TikTok-Fliege! Wir haben ein Laufband und so ein kleines Trainingszimmer. Haben wir? Wann wird die Mama getaucht? Das kann nur die Mama entscheiden. Sie wird so hitzig, aber sie zieht sich immer ganz gerne raus aus den Spielchen. Konfetti. Weiß nicht warum, aber Konfetti. irgendwann, ne? Gibt es dann auch kein bisschen Wasser, dann gibt es einen Eimer. Oh. Eiseimer. Über den Kopf. Vom Balkon aus. Ey, Junge, ich. So. Ich schwitze von dem ganzen Zeug. Muss ich danke schön für den schönen Burger. Konfetti. War lecker, sagst du? Oh. Alter, so ein Ding mal auf die Schnelle so hinter zu. Stopfen! Das ist nicht ohne, ja. Nee, schon wenn mal so trocken ist. Das ist voll trocken. Wann gibt's den Eiseimer? Das mache ich tatsächlich spontan. Das müssen wir aber wenn dann mal draußen machen. Na, wenn du hier reinkommst, über den Balkon, hast du einen Eiseimer rübergeschüttet. Klar. Ohne. Hat Angst? Jetzt guckt sie mal nach oben, wenn sie nach Hause kommt. Pass auf. Aha. Ich habe keine Pause mehr. Ich werde heute noch weggefressen. Ich hab voll viele. Danke, Nils. Ich darf knurren. Emily, hi Emily. Hallo. Danke. Emily. Danke. Emily heißt sie, nicht Emily. Emily. Emily, Entschuldigung. Konfetti. Lecker essen, yum. Naja, so lecker ist es nicht. Doch, ist lecker. Es ist halt nur so lecker. Ist und da ist ein Cabby. Danke. Aber da heute Kindertag ist, dachten wir, machen wir mal ein komplett anderes. Wir wollen Eis essen und haben überlegt, schon wieder Wasser. Oh, ein bisschen Abwechslung müssen wir reingehen. Und so warm ist es heute auch. Also es ist warm, aber jetzt aber ist es so warm. Bewölkt. Ja. Konfetti. Und dann hatten sie gesagt, eine Ess-Challenge. Dann können wir das gleich mit einem Abendbrot verbinden. Ich dachte, ja, aber Eis haben wir doch gerade auch gegessen. Abendbrot. Na, da haben wir gesagt, wisst ihr was? Ich sage schon einfach Burger. Und wir machen den Wettbewerb. Und wir machen es. Genau. Soll ich noch einen Bauch schneiden? Und natürlich haben die Kinder dann geschrien: Ja! Schneid noch ein paar. In der Eisdiele. Uns geht's gut, soweit. So. Ja, Welt, wenn du das möchtest, dann kannst du. Was denn? Aber wir zwingen jemanden. Was denn? Einen Löwen schicken. Ja. Da müssen wir alle auf einmal essen. Ja. Oh je. Nee. Oh je. Oh nee. Genau, bei allen Löwen müssen wir alle auf einmal essen. Also alle. Wir zwingen niemanden zu spenden. Wir sagen es nochmal. Ja. Wir haben uns das in den Kopf gesetzt. Für die, die uns unterstützen wollen. Für unsere Spendenaktion für einen guten Zweck. Und zwar entweder an ein Kinderheim oder an ein Kinderhospiz an der Ostsee.
Da, wo meine Cousine ehrenamtlich... Nein, das wird hier sein, Schatz. Schon mit. Weil wir euch gerne persönlich übergeben mit Video. Das können wir doch aber auch machen, wenn wir nur fahren. Das geht nicht. Wenn wir es bis dahin schaffen. Werden wir es bis dahin schaffen. Wenn wir bis dahin das Ziel erreichen. Danke, dass ich kurz eine Pause haben darf. Okay. Leute. So. Daniel hat mal nachgelegt. Was ist weiter weg? Ostsee oder Hannover? Ostsee. Ostsee. Wie lange fährt man? 6 Stunden mindestens. Hannover ist hier und die Ostsee ist noch weiter oben. Weiter oben, aber nicht weg. Oh, ich muss was trinken. Nee, ich lüge. Ich erzähle euch jetzt gerade Mist. Nein, ist wirklich weiter weg. Was ist hier los? Die verhungern, ja. So sehen sie aus, oder? Genau, wir verhungern. Hey. Wir haben es ja nicht zu trinken. Gegen die Spielregeln. Gegen die Spielregeln. Da müssen wir das aufgeben. Ist das ist wirklich trocken. Okay, dann los. Los, trinkt mal was. Aber gebt mal den anderen bitte rum. Nein, ich brauche nichts. Ja, stimmt. Ja, was haben wir bezahlt dafür? 55 Euro? Ja, also eigentlich wollte ich ja nie mitmachen. Ich habe 33 Cheeseburger gekauft. Und dann, wir haben 55,77 Euro gekriegt oder so. Dann ist das halt da so. Es ist Kindertag, Leute. Kindertag! 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 Ich bin auch ein Kind. Kindertag! Bitte kurz deine Kronenreis schicken, dürften die Bürger nicht für uns sein. Kindertag. Für uns vier Kindertag. Das kennt ihr. Spendet noch Skydancer und Mutti muss einen ganzen Burger essen. Hast du noch schon? Ja, das mit den Kinderhospiz, wissen wir halt aber nie, ob das wirklich funktioniert, weil wir wollen ja live dabei sein und euch da auch wirklich aber wenn ein nicht, Video drehen. Wenn es nicht an der Aussee klappt, klappt das hier. Denke ich. Also hier gibt es auch Kinderhospiz, aber tatsächlich für einen guten Zweck. Jeder hat eine Erb von uns. Genau. Nein, die Erb haben wir schon lange. Schon lange, ja. Aber noch nicht so. Was habt ihr heute zum Kindertag gekriegt? Eine 10er PSN-Karte. Eine 10er PSN-Karte. Und Eisdiele. Und ein großen Eis und jetzt noch und Burger. Und dann schmecken wir noch eine Krone hinterher. So, wer ist schneller? Luis oder Nilo? Nom, 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 nom. Und ein Cappy, Cappy oben noch. Los, holst du die anderen zwei noch ein? Los geht's. Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. So langsam bekommen wir schon mal auf Burger, oder dann? Na? Und der Louis hat's gleich hinter. Tatsächlich. Fertig. Super. Und wer ist jetzt der Zweite von euch? Stanley kann shoppen. Stanley oder Emilio? Los geht's. Wer ist der Zweite? Ich glaube Stanley. Der hat den ganzen Burger schon im Mund und muss ihn gleich noch rumlaufen. Wer ist der Zweite? Wer ist der Zweite? Wer ist der Zweite? Die beiden. So. Und sie kauen noch, sie kauen noch. Ja, die haben zu dritt einen TikTok-Account, aber nur unter unserer Aufsicht. Emilio kann nicht mehr. Emilio, gibst du auf? Ich liebe nur, dass ich einen Bock gezahnt habe. Das tut weh. Du lachst dich weg, Prodox, ja. Das glaube ich. Und die sind aber wohl süß. Ja, Maurice, was ist denn los? Also Leute, wenn ihr unsere Videos guckt, dann wisst ihr, wie alt die Kinder sind. Wir wollen es nicht gerne jedes Mal wiederholen. Sind wir bei unten? Ehrlich? Gleichzeitig. Super! Oder? Nee, Stanley hat noch. Emilio hat es geschafft als Zweiter. Ich kann sowas bei Wetter nicht mitmachen. Ich kann eigentlich auch gerade gar nicht mehr richtig. Ja, wir machen das auch nur so lange, wie die Kinder Lust haben. Und wenn sie mal sagen, oh nö, wir haben gar keinen Bock heute oder so, dann ist das so. Und dann seht ihr auch unsere Kinder nie. Na? Wir haben fast immer Bock. Nee, das machen die Kinder nie heute. Was denn? Was denn? Doch, danke, die Eltern Chico. Machen mit. Die Eltern machen Müll. Nee, wegen Haare, bitte. Ja, die eine fragte, machen die Eltern nicht mit? Ach so, ja doch, wir Eltern machen auch mit heute, natürlich. Bei genau. Papa, ich not getrunken. Bei Papa ist ich Cowboy und ich bin raus. Richtig. Kannst du nicht mehr? Das macht mich müde, das Essen.
Echt? Oh. Okay. Die Bürger sind für mich Sklaven. Warum da Bürger liegen? Also, wir machen heute eine Bürger-Challenge. Und zwar spendet ihr ein. Machst du wirklich immer mit? Haut euch für 5 Rosen selber rein. Game over. Machst du noch mit oder nicht? Game over. Also, Cappy ist raus. Wir machen eine Bürger-Challenge. Entschuldigung. Soweit war ich schon. Seine Rückmal rein, bitte. Ich bin hier voll eingeklemmt. Ja, ich bin voll eng hier. Also, entweder Krone, mach Konfetti, Cowboyhut oder Skydancer. Und wir müssen Burger essen, so schnell wie möglich. Nichts, du hast mich angetippt. Nein, Christian, das hat er gerade erklärt. Warum tippt sie mich denn nicht an? Oh, Tipp. Ach so, Konfetti. Ja. Krone. Louis hat heute eine sehr lange Leitung heute. Eine Bambusleitung. Bambus. Ja, die waren gestern auf dem Fußballplatz in Freiberg. Ja, die drei waren da. Wenn es so weitergeht, ne? Wie meinst du das, wie viel für eins? Bambus. Wie meinst du das? Wie viel für eins? Habe ich jetzt auch nicht verstanden? Ich auch nicht. Hallo, Mika. Wie viel Geld ist schon für einen Cheeseburger? Keins ist adoptiert. Wir sind eine Patchwork-Familie. Genau. So, bin wieder da. Hallo, Mika, nochmal. Patchwork. Der Seil, das ist für unsere Wasserbomben. Das ist ein Foltergerät. Damit machen wir unsere Wasserballons-Challenge. Nee, wir foltern den Wasserballon. Ja, wir foltern den Wasserballon. Der Papa sieht sehr hungrig aus, ja, das finde ich auch. Nein. Maurice, bitte hör mal auf jetzt. Oder stumm schalten einfach. Dann spendet ein Cowboy-Hut. Nein, das tut er nicht. Luis, freust du dich morgen schon auf 2 Blöcke Geschichte? Oh, hast du morgen Geschichte? Ich freue mich gar nicht. Das heißt 4 Stunden Geschichte. Ja. 2 Stunden mit einer Lehrerin? Also ein Block mit einer Stunde mit einer Lehrerin? Das wird am Weltkindertag angekündigt. Das ist natürlich mega. Die armen Bürger. Die Bürger kommen nicht weg. Die werden auch nicht schlecht. Jetzt habe ich Albträume. Ich habe hier noch immer mehr was zu trinken. Warum nicht? Jetzt habe ich Albträume von Geschichte. Was ist denn hier? Gar keine Geschichte. Ey, ich hab ja. Na komm! Bleib doch mal. Bist du nicht so müde? Ich glaube, es ist geschrieben. Was bei mir normal ist für einen Reflex. Beide. Wir haben 2 Hunde, 2 Rumäner. Achso, 3, 2, 1. Ich stoppe Cheeseburger rein bis zum Tod. Was willst du mir sagen, du dummer Idiot? Du hast ein Date morgen, sagt Jan Fjord. Wir haben ein Date. Wieso weiß ich da nichts von? Wer denn? Weiß nicht, Jan sagt das. Weiß ja. Ach, du nicht? Wir haben ein Date. Aha, ich habe heute ein Date mit meiner Schule. Aber die Schule wird eher langweilig. Wir hatten Date Moon? Keine Ahnung. Zählt jetzt, ich will das wissen. Wer hat ein Date Moon? Ich nicht. Keiner hat ein Date Moon. Vielleicht er selber. Ich habe Cheeseburger rein bis zum Tod. Was willst du mir sagen, du dummer Idiot? Schick bitte ein Konfetti. Genau. So ist es im Büro, genau. Aber kein Cappy. Du hast in 2 Minuten die Burger inhaliert, das glaube ich kaum. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Es gibt halt so jemanden, der Chef wirklich die ganzen... Du hast die Lattes geküsst, was sind die Lattes? Vielleicht meint er die Lara. Ach so. Die Lara. Okay. Die Lara. Bananas in Pyjamas sind lustig anzusehen. Also die Bürger machen echt müde, man sieht's. Und dann ich mache nicht müde, ich mache nicht fertig. Ha, ram, sam, sam, ha, ram, sam, sam. Kuli, 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 ha, ram, sam, sam. Ha, ram, sam, sam, ha, ram, sam, sam. Ich mein Jungs und Wieso, was für einen Geschmack habt ihr noch? Ich hab Pfirsich in meiner Hand. Apfel. Ich hab Pfirsich. Apfel. Was sagst du? Pfirsich. Könnt ihr gerne machen, Nina. Denn im Winter hat ein Date, Jan Fjörk. Hab ich gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem. Glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Vor allem, ich habe mich aber im Fuß verletzt. Ich bin heute meinem Kumpel hinterhergerannt auf dem Schulhof. Bummel.
Hummel? Humpelnd. Humpeln. Ich bin ganz so. Kommt nicht rennen. Und dann sind die Kumpels in eine andere Richtung gelaufen, dann muss ich wieder hinterher. Chaos Queen, schönen Abend noch. Ja, ich höre. Malik, vielen Dank. Haben wir schon erwähnt, wie der Kumpelname heißt? Darf ich nochmal sagen? Oder? Was, Ehrenmann? Ehrenmann Marius. Immer auf, Stanley. Ehrenmann Marius. Nicht weil Marius. Wir eine Challenge machen. Wir machen eine Burger-Challenge, Leute. Ehrenmann. Könnt ihr das nochmal kurz erklären? Ehrenmann Marius. Also wir machen heute eine Burger-Challenge. Burger-Challenge. Bei einem Skydancer ist Chris hier ein ganzer Burger. Bei einer Krone ist der Mio ein Halbburger. Okay, da kam schon ein... Mann, warum denkst du das? Bei Konfetti esse ich einen halben Burger. Und beim Cowboy-Hut ist Papa... Hut ist Papa einen halben Burger. Konfetti. Bitte, schneller, ey, was ist das für ein Bissi? Ich, Olaf, bin ja, ich bin auch wieder da. Erst noch mal eine kurze Pause. Nee. Ist das Zwerglein hier drin im Livestream? Lavinia, du bist klein. Nein, David, ist Kindertag. Woo, alles Gute, liebe Kinder. Genau. Was? Ich dachte, wir kriegen noch was. Eine Flasche Wasser in deinem Kopf? Hör auf. Ich will was trinken. Ich bin gerade schon bestimmt. Eine Flasche Wasser. Okay, jetzt. Ah, jetzt. Ich sehe das. Du bist zu langsam. Ich sehe das, Papa. Du bist zu langsam. Ich hab nicht, das, wenn ich das habe ich gesehen. Ich kann das Fleisch nicht so schnell essen. Dann kram ich den Zahn. Was hast du gesagt, du dummer Idiot? Leute. Sendet mir bitte ein Konfetti. Oh, was hat Lavinia geschrieben? Ich sehe es nicht. Chico hat wieder jede Menge zu tun heute, wie ich sehe. Du hast was für Kindertag bekommen, das ist schön. Unsere auch, natürlich. Ja. Ein Tag in der Eisdiele und ein Burger-Challenge. Ja, wir sind morgen 18 Uhr auf live. Tatsächlich. Nass. Ein Konfetti. Und oh nein, ich glaube, die Kinder sind heute echt mal richtig extrem. Der Video war aber auch oft dran. Ja. Also der müsste schon mehr als satt. Ja. Mein Problem ist, ich bin nicht satt, sondern mein Zahn tut weh. Die läuft schon aus der Nase. Nein, Quatsch. Ich habe einen Wackelzahn. Ich kann nichts dafür. Da musst du richtig reinbeißen, damit abfällt. Ja, Timo, danke dafür und auch für Anni. Das stimmt. Spider-Man! Spider-Man! Ja, Milo, kannst du auch nicht gerade erklären? Lavinia? Also, man hört mir nicht mehr zu. Du bist immer noch klein! Du Panda von der Melina! Dankeschön! Vielen Dank! Danke! Davon musst du jetzt schnell. Du bist immer noch klein! Wie heißen die? Wie meinst du? Luis! Sind ja fünf. Ein Dummer! Oh, Mona, komm mal hier, sind Melina! Oh. Melina, dankeschön! Vielen Dank! Den Dummer schaffe ich heute auch noch. Und ein Feuer hinterher. Ja, so, Leute, also, bist du noch mit dabei? Nein, ich glaube nicht. Nee. Bist du noch mit dabei? Danke, Dave. Also, entweder Melina, danke. Eine Krone, Konfetti, Cowboy-Hut oder ein Skydancer. Da muss Chris ihn ganz nehmen. Was kam jetzt geschickt? Ich hab's nicht das gesehen. Das war ein Gamepad. Ja, Konfetti. Emilio. Genau, nicht Emilio. Emilio. Genau. Emilio wird er genannt. Aber ich nenne ihn Emilio, weil ich seinen Namen nicht ganz aus. Was lass ich auch zum Kindertag, das ist klasse, was? Ich bin Bappensatt. Wie von einem Burger? Konfetti. Und das Eis davor? Chris, ich warte mal kurz, eine Runde Mitleid für Chrissy. Danke für den Pass. Danke, Dankeschön. Chris ist tatsächlich von Musli, der Motorrado. Muslim. Hä? Oder? Wer? Was? Okay. Jetzt schüttelt. Hängt ab. Stanley? Hä? Oh, danke, vielen Dank. Ins Bett gehen? Nein. Dann lehn dich mal nicht so auf. Das sieht so aus, als hättest du keine Lust. Auch wenn er ein Date hat, der Emilio, wenn das so sein sollte, dann ist das so, Leute. Er hat wenigstens eins. Genau. Im Gegensatz zu euch hat er eins. Ich hab kein Date. Und ist ja auch egal, auch wenn du ihn hast oder nicht, das ist doch wurscht. Tut jetzt gerade so nichts zur Sache. Wir haben hier gerade der Burger-Challenge. Vielen Dank, alles Gute zum Kindertag, wird euch die ganze Zeit gesagt. Genau, die,
Danke. Euch alles Gute zum Kindertag. Danke. Danke, Epic. Danke für das Eis. 7000 Euro Fulli, was ist ein Fulli? Danke, Mann. Aber eine Brille auf. Aber ich weiß doch, ein Papa auch nicht auf. Chris, danke schön. Mama. So. Wir haben uns vergessen. Noch nicht mal wir. Aber ist auch egal, das müssen wir auch hier nicht erklären, wenn es nicht passt. Wie gesagt, das X ist oben rechts. Wir haben einen super Türsteher. Genau. Hier, der das dann erledigt. Wenn ihr es nicht alleine, das X findet, dann ist das so. Der Thomas MG, alles Gute zum Weltkindertag, Junge. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir müssen mal ein Video machen. Und von Feenstaub genauso nochmal. Danke. Danke. Femke. Femke. Ne, danke! Brille! Wir wissen, dass, wir, dass dein Schäffler online ist. Danke, dass du bei uns warst und wir kommen natürlich dann auch rüber. Ja. Sobald wir hier durch sind, sind wir drüben. Dauert nicht mehr lange. Ganz genau. Das ist nicht. Was? Darf ich essen kommen? Ja, du kannst kommen. Ja, genau. Ich gratuliere euch alle nochmal zum Kindertag. Danke an alle. Ich danke dir auch mal, danke. Bis später, Chris. Ciao, ihm. Ciao. Bin auf dem Weg, Frohlux, das wird aber ein langer Weg. Doch. Ja. Sind die Jungs alle geschissen? Also wir sind immer noch eine Patchwork-Familie. Genau. Wo wohnst du, Frohlux? In Leipzig, glaube ich, war das, ne? Konfetti. Ja, doch in der Nähe. Konfetti. Nein. Frohlux, danke schön. Vielen, vielen Dank. Für die Blumen. Nee, danke, also ich bin Julian, wir haben unsere Modis und die schon erstmal fest. Ja. Trotzdem super, vielen dass Dank. Ich dich bereitstellen würde. Mir, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich melde mich zum Essen, okay? Vielen Dank für die PS4-Karte. Genau. Vielen Dank genau. für die PS4-Karte. Genau. Karte. Genau. PS. Hab ich doch gesagt. Im Braunschweig. PS4. Braunschweig war das. Oh, nee, nee. Ja, doch, aus Braunschweig. Das ist ein weiter Weg, Frohlux. Aber wir haben so viele Länder im Kopf, so viele Städte. Frohlux, danke dir. Das habe ich gerade aufgehört. Und das ist Konfetti von Flotschi. Das ist cool. Sind, also die Fragen... Nee, solche Fragen brauchen gar nicht. Beantworten wir auch nicht mehr. Also unsere Jungs, wir sind hier keine Singlebörse und unsere Jungs sind... Und keine Partnervermittlung. Keine Partnervermittlung. Unsere Jungs sind unsere Jungs. Und die entscheiden, und das ist auch ein bisschen Privatleben, was... Kevin! Und da ist ein Cabby, magst du noch? Mhm. Er macht ja nicht mehr mit, gib her. Das ist der dich. Papa. Oh. Oh, ich opfer mich für dich. Ey, ich schick alle eine Krone rein. Ich mach auch nicht mehr mit. Dann kriegt Papa das Die Krone nehme ich. Nein, ich mach nicht mit. Ich mach noch mit. Du kannst mein Skydance so noch nehmen. Okay. Gut. Wenn du jemanden durch Freiberg flitzen siehst, dann will ich, dass der Sport macht. Mit einem Auto. Das Auto erkennt man jetzt auch noch. Denn wir haben unser Logo drauf. Ich hätte nämlich gesagt, dass wenn irgendjemand mit Rapper kommt, das will er nicht. Wie viele wurden verdient? Ich weiß es gar nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Also hier liegt noch 1, 2, 3. Ich gehe mal zählen. Auf jeden Fall zu viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, die Hälfte ist schon lange weg. Nee. Danke, Daniel. Hi. Hey, haben wir noch mehr? Ja. Ja, klar, wieder. Hä? Viel mehr. Hm? Oh nee. Nein, ich bin immer noch nicht schlafen. Ich hab das. Können wir aus Freiberg, pumpt uns den Magen aus, ja genau. Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren keine Cheeseburger mehr essen. Ich schon. Nur was haben wir hier im Vorrat?
Ja, genau. Wir haben Vorrat angebaut. So ist es. In einer Stunde ungefähr. So, Leute. 19 Uhr, Schatz. Wie viel ist immer noch? 13 haben wir noch. 13. Der Sinn vom Live ist einfach Spaß zu haben. Und wer den Spaß nicht mag oder nicht versteht, ist okay. Sind also, ja noch mehr Lives unterwegs. Eben, also Leute, wir haben noch 16 von 33 Bürgern. Fast die Hälfte verdrückt. Fast die Hälfte. Das war auch die Hälfte. Aber leider ist das jetzt auch, ja, ich weiß, leider ist das Live jetzt auch schon zu Ende. Du arbeitest bei McDonald's, Nico, super. Leider. Wieso leider? Dass das Live zu Ende ist. Ach so, oh ey. Morgen um 18 Uhr sind wir wieder da für euch. Mit, was machen wir morgen? Wir lassen uns was einfallen. Ich genau. Wasser. Entscheiden wir spontan. Ja. Auf jeden Fall, was wir sagen können. Es wird keine Cheeseburger-Challenge. Nein, morgen wird keine Cheeseburger-Challenge. Das ist gut. So. Das ist so perfekt. Also in diesem Sinne, wir wünschen euch einen schönen Abend. Schlaft später schön. Träumt was Süßes. Morgen 18 Uhr sind wir wieder da. Genau, schaltet ein. Vielen Dank für die zahlreichen Besucher in unserem Live und natürlich den Spenden. Denkt dran, es ist immer für einen guten Zweck, was wir machen. Auch. Und? Auch. Weil ihr euch den Tag noch sauber. Nein, stopp. Warum gehst du mal durch? Ich wollte nicht zu. Nein. Ich dachte Abend. Und denkt immer dran. Jetzt. Wollt ihr euch den Abend versauen? Müsst ihr Chrissy und Daniel und die Kids schauen? Muss ich, danke. Lass doch einfach mal ein Like da. Oder auch einen neuen Follower. Musli, Leute, wer jetzt noch Bock auf Live hat, schaltet rüber zu Musli. Denn da geht's genauso lustig ab. Genau. Musli, da du noch drinne bist, wenn jemand in dein Live schreibt, ich bin jetzt Rappay, das bin ich. Tschüss. Ciao, ihm. Ciao. Ach, 20 Uhr erst. Ach, 20 Uhr erst. Okay, Leute, nochmal zur Info. 20 Uhr erst. Genau, wir sind dabei. Tschüss.